Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde. Gleich zu Beginn meines heutigen Beitrages muss ich Ihnen gestehen, dass ich den Titel »Den Russen kann man nicht trauen« von den Amis geklaut habe, und das kam so. Immer dann, wenn der Chef einer US-Sicherheitsdienstes mehr oder weniger laut darüber nachdachte, ob man mit den Russen nicht doch vielleicht zu einer längerfristigen und vertraulichen Zusammenarbeit kommen könnte, soll es nicht lange gedauert haben, bis ein Mitarbeiter in das Büro des Chefs stürmte und meinte, den Russen kann man nicht trauen. Also gut, meine lieben Freundinnen und Freunde, wir werden sehen. In diesen aufgeregten Tagen machte auf dem deutsch-französischen Kulturkanal eine dreiteilige Toku-Serie mit dem Titel Putins Gift, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Furore. Die Autoren listeten in diesem Beitrag alle mörderischen Giftanschläge der letzten 20 Jahre auf europäischem Boden auf und die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem russischen Geheimdienst FSB bzw. besser bekannt unter seinem Vorgänger Geschäftsmodell KGB begangen wurden. Und natürlich muss Wladimir Putin von all diesen Verbrechen gewusst haben, denn es ist schon sehr unwahrscheinlich, wenn auf der Kremlbrücke zu Moskau, also sozusagen vor seiner Nase und noch dazu zur besten abendlichen Sendezeit, ein politischer Mord begangen wird, und wie rein zufällig fährt dann noch zeitgleich ein Reinigungsfahrzeug der Moskauer Stadtreinigung vorbei, um den Mordanschlag und möglichen Zeugen die Sicht zu verdecken. Apropos Wladimir Putin. In dieser Doku-Serie auf Arte wurde auch dies und nahezu minutiös das Leben dieses reizenden Menschen vom Beginn an, seiner Beginn seiner Karriere vom KGB bis heute nachgezeichnet. Es ist schon erstaunlich, wie ein mittelmäßig begabter und reichlich verkrachter Ex-KGB-Agent aus der ostdeutschen Provinz innerhalb von gut 20 Jahren zu einem der reichsten Männer der Welt aufsteigen konnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das Russland von heute ist keine Demokratie und Wladimir Putin ist keineswegs ein lupenreiner Demokrat. Das Russland von heute ist schlicht und einfach zu einer Mördergrube verkommen, oder vielleicht besser formulieren gesagt, das Reich des Bösen feiert eine gelungene Wiederauferstehung. Ich will jetzt nicht so weit gehen, um Wladimir Putin als die Inkarnation des Satans zu bezeichnen, aber so ganz weit weg davon ist er nicht, so sehe ich das jedenfalls. Glaubt man den Protagonisten aus den für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, dann klebt an Putins Händen Blut und seine Hände sind Mörderhände. Natürlich hat er nicht selbst gemordet und getötet, das haben schon diejenigen Leute getan, die für ihn arbeiten und die von ihm abhängig sind und wahrscheinlich auch gut bezahlt werden. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Im Falle des ermordeten Litvinenko in London war es das hochgiftige und absolut tödliche Plutonium-210, das dem Todeskandidaten in einer bereits bereitstehenden Tasse grüner Tee verabreicht wurde. Litvinenko hat es gewagt, in aller Öffentlichkeit die Korruption innerhalb des russischen Regimes offenzulegen und anzuprangern. Damit beging er in Putins Augen offenbar den schlimmsten Verrat. Noch konnte er damals nach London fliehen, aber Putins Häscher und Rächer holten ihn ein. Litvinenko starb unter schier unvorstellbaren Schmerzen in den Armen seiner Frau. Wehe dem, der dem Despoten und Diktator Putin auch nur ansatzweise in die Quere kommt. Der Tod ist ihm sicher. Laut Sicherheitsbehörden zog sich damals die Spur des Plutoniums nicht nur durch halb Norddeutschland, sondern auch durch halb London. Im Falle des Agenten Skripal und seiner Tochter ließ der Despot und Diktator Putin die Maske des angeblichen Biedermannes nun völlig fallen. Seine Häscher reisten unbehelligt in Großbritannien ein, ganz so, als wären sie nur harmlose Touristen. Was sie natürlich nicht waren, denn sie hatten eines der schlimmsten Nervengifte im Gepäck, nämlich Novichok. Pech für Putin war nur, dass man die sogenannte Signatur des Giftes eindeutig nachweisen konnte, also ihm nachweisen konnte, was er natürlich albern und dämlich und dumm grinsend, so wie immer, als Hirngespinste des ach so bösen und blöden Westens abtat. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, Wladimir Putin ist nun wirklich kein Mann von Ehre. Zu blöde auch, dass am Ort des Gift- und Mordanschlages im britischen Salisbury das Fläschchen getarnt als Parfümflakon in einem Papierkorb gefunden wurde.
Eine rein zufällig vorbeikommende junge Frau und Mutter von drei kleinen Kindern fand das Flakon und rieb sich irrtümlicherweise, sie wusste ja nicht, dass es Novichok war, damit ein. Ihr Tod war qualvoll. Aber was interessiert das schon einen Kriegsverbrecher und einen Massenmörder Wladimir Putin? Und dabei will ich von den völkerrechtsrechtlichen Kriegen in Aserbaidschan, in Georgien, in Syrien, Fassbomben, Streubomben und Tschetschenien noch gar nicht einmal reden. Wladimir Putin hat den Bogen überspannt und die Weltgemeinschaft wird ihn diesmal nicht davonkommen lassen. Die Ukraine braucht den Krieg gegen Russland gar nicht zu gewinnen. Für sie ist es nur wichtig, diesen Krieg nicht zu verlieren. Wladimir Putin dagegen wird den Krieg in und gegen die Ukraine nicht verlieren, aber er wird ihn auch nicht gewinnen. Und das ist sein politisches Ende. Und der Despot und Diktator Wladimir Putin befindet sich in bester Gesellschaft, nämlich zusammen mit dem ungarischen Premier Viktor Orban, der sich von einem hoch angesehenen Mitglied der christlich-europäischen Völkerfamilie zu einem knallharten und äußerst rechtsgerichteten braunen Demagogen gewandelt hat. Ich habe in dieser Woche eine nahezu unentschuldbare Peinlichkeit begangen, und zwar habe ich deutlich und sehr lautstark zum Ausdruck gebracht, dass ich den derzeit noch amtierenden ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als den größten Nutznießer und Schmarotzer der Europäischen Union bezeichnet habe. Und ich habe ihn gleichzeitig empfohlen, dass, wenn es ihm und seinesgleichen in der EU, also Europäischen Union, nicht gefallen würde, er diese doch jederzeit verlassen könne. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, das kam bei einigen Damen und Herren der sogenannten Alternativen der rechten Szene so gar nicht gut an. Und ich wurde offiziell und umgehend als EU-Anhänger und inoffiziell als Systemhure bezeichnet. Nun, inzwischen wundert es nicht mehr, wenn diese guten Leutchen, also von der Alternativen und rechten Szene, von unserer Mehrheitsgesellschaft für nicht besonders intelligent und schlau angesehen werden und dass niemand etwas mit diesen Alternativen und rechten Schrei- und Radaubrüdern zu tun haben möchte. Diese von mir soeben angesprochenen guten Leutchen behaupten von sich und vor Gott und der Welt, was sie doch ach so für tolle Deutsche wären. Aber andererseits benutzen sie eine sprachliche Ausdrucksform, die man nur noch als unterste Schublade bezeichnen kann. Doch zurück zu diesem sauberen Herrn Orban. Viktor Orban war in seinen jungen Jahren ein sehr gut aussehender, charmanter junger Mann, der sich seine Wirkung auf das weibliche wie auch auf das männliche Geschlecht durchaus bewusst war. Und so ist es und war es auch kein besonders großes Wunder, dass er in den Wendejahren 1989-90 eine herausragende Rolle gespielt hat. Er war nicht nur an jenem berühmten paneuropäischen Picknick in Sopron beteiligt, nein, er spielte auch bei der Grenzöffnung von Ungarn zur Republik Österreich eine herausragende Rolle. Seine Verdienste um die Einheit Deutschlands sind als sehr groß einzuschätzen. Er wurde nicht nur ein persönlicher Freund von Helmut Kohl, er nahm auch alsbald eine führende Rolle in der europäischen Politik ein. Seine politische Grundstruktur damals war christlich-konservativ mit einem leichten Hang zum linken Liberalismus. Problematisch wurde es für ihn und für uns allerdings, als er dann einige Wahlen zu Hause in Ungarn verlor und deshalb seine politischen Grundüberzeugungen im Schnellzugtempo über Bord warf. Aus dem liberal-konservativen Orban wurde ein rechter Haudegen. Man könnte auch so sagen, dass Viktor Orban ein großer, der größte Wendehals in der jüngeren Geschichte Europas wurde. Dieser Herr hat all seine politischen Grundüberzeugungen über Bord geworfen, nur um an der politischen Macht zu bleiben. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat die Interessen seiner politischen Familie verraten und verkauft. Er hat belogen, getäuscht, getrickst und vielleicht auch betrogen. Doch damit nicht genug. Die europäische Antikorruptionsbehörde OLAF wollte gegen Orban und einen seiner Schwiegersöhne ein Verfahren wegen Bestechlichkeit und Korruption einleiten. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Die ach so christliche Volkspartei hat dies natürlich verhindert. Ach ja, und ehe ich es vergesse, dieser reizende und saubere Herr Orban ist doch angeblich ein ach so toller Kritiker der EU. Was ihn aber ganz offensichtlich nicht daran hindert, sich seinen eigenen Haushalt zu Hause in Budapest in Ungarn zu gut 40 Prozentpunkten von der Europäischen Union bezahlen zu lassen. Apropos Europäische Union. Na nun, ist es natürlich richtig, dass die Europäische Union keine reine Erfindung der Europäer ist.
Im Gegenteil, die restlichen Europäer wollten eigentlich mit den Deutschen nach 1945 nicht mehr allzu viel zu tun zu haben, was auch nicht weiter verwunderlich ist und wäre, denn immerhin haben wir es in unserer Vergangenheit, jüngsten Vergangenheit, auf zwei Weltkriege mit Millionen von Toten gebracht. Und das sind ja auch noch die 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens, die wir in den Gaskammern zu Tode gebracht haben. Und wem das alles noch nicht genug ist, das sind ja auch noch die rund 27 Millionen russischen Staatsbürger, die durch die von uns ausgelösten Kriegshandlungen zu Tode gekommen sind. So, es ist also schon ein mittleres Wunder, dass es unter diesen Umständen überhaupt noch deutsch-russische Beziehungen gibt, wenn nicht unbedingt zur Führung im Kreml, aber doch immerhin zur russischen Bevölkerung. Aber es waren Leute wie Monet, Schumann, Henry Spaak, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die den Deutschen den Weg nach Europa wiesen und rieten. Allerdings hätte der alte Herr aus Rhöndorf am Rhein, am Main Nägel mit Köpfen machen und den Deutschen wirklich reinen Wein einschenken müssen. Nicht nur, dass unser Land auf längere Zeit hingesehen geteilt sein würde, nein, es würde auch nie mehr das alte Deutschland in den Grenzen von 1937 geben, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass es mit einem deutschen Nationalstaat ein für alle Mal vorbei sein würde. Und wenn er schon mal beim großen Reinemachen dabei gewesen wäre, dann hätte er auch gleich die unzähligen Paragraphen 175 und 280 gründlich reformieren können. Das hätte schon mal viel Druck aus dem Kessel genommen. Und die DDR anerkennen, warum nicht das ganze Gerede und Geschwafel von der ungelösten deutschen Frage. Ich habe es doch als Kind noch in den Ohren. Gipfeltreffen in Genf und überall. Und die deutsche Frage ist ungelöst. Ach, das war doch alles eine Riesensch... Naja, also wo bin ich? War doch eh nur eine Show und dabei nicht mal eine besonders gute. Und zu allem Überfluss holt er sich auch noch die ganzen alten Nazis wieder ins Haus, was die Welt auch nicht verstanden hat. Man muss sich das einmal vorstellen, die gleichen harten Lumpen, die vor Jahren die Enteignung unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen durchgeführt und veranlasst haben, waren nach dem Kriege mit den Wiedergutmachungsansprüchen der Überlebenden der Nazi-Barbarei beschäftigt. Es stellen sich eine im Nachhinein noch die Nackenhaare auf und mir braucht auch keiner etwas vorzumachen, ich habe wie gesagt die Zeiten als Jugendlicher alle miterlebt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, in diesen aufgeregten Tagen ist mal wieder sehr viel von Europa und der Europäischen Union die Rede. Nun ja, dann lasst uns mal zur Sache gehen und Tacheles reden. Wie lange noch wollen wir eigentlich diese europäische Kleinstaaterei noch über uns ergehen lassen? Warum gründen wir nicht endlich die Vereinigten Staaten von Europa, so wie es die Gründungsväter eigentlich wollten? Nun ja, dann hätte die bei uns regierenden herrschende die politische und wirtschaftliche Klasse keine Existenzberechtigung mehr. Denn welcher auch nur halbwegs begabte und intelligente Europäer möchte mit diesen dummen deutschen Schulabsprechern, die nicht einmal wissen, wer Bismarck ist, diesen Versagern ohne jegliche Erfahrung an Arbeit und Ausbildung schon in einem europäischen Spitzenjob haben? Darüber sollten wir doch einmal alle nachdenken und dies gründlich. Deutschland, Deutschland über alles wächst mal Gras. Das Gras so ein Stück gewachsen, frisst ein Schaf und sagt, das war's. So, jetzt kommt der Schlussartikel, die Schlussbemerkung. Bitte besuchen Sie meinen Blog. Und wenn Ihnen der eine oder der Beitrag gefällt, dann versehen Sie bitte mit einem Like und geben Sie den Link an Bekannte und Freunde weiter. Und sind Sie bitte auch so freundlich und klicken Sie die eine oder andere Anzeige meiner Werbepartner an. Ich weiß, diese Bitte haben viele Kollegen und Kolleginnen und meistens ist mehr als lästig, aber so anders können wir unsere Blogs leider nicht finanzieren. Reichtümer erwerben wir damit sowieso nicht. Ich habe mir erlaubt, am Schluss dieses Videobeitrags mein Spendenkonto einzublenden und bin für jede Ihre oder eure Zuwendung sehr dankbar, sei diese auch noch so klein. Da ich kein Mitglied einer politischen Partei oder einer politischen Organisation bin, kann und darf ich Ihnen auch keine Spendengüter mehr aufstellen. Dafür kann ich Ihnen aber versichern, dass Ihre Spenden auch zu 100%-Punkten bei den richtigen Empfängern ankommen und dass ich ebenso nicht gezwungen bin, irgendeine oder wie auch immer geartete Parteienlinie zu vertreten. Wir freien Autoren, Journalisten und Publizisten haben in diesem unserem Lande de facto keinen Rechtsschutz mehr. Pressefreiheit gibt es nur noch für die regierungsamtlichen und regierungsnahen Propagandamedien. Will heißen, diese Kollegen und Kolleginnen sind mit Geld verdienen noch richtig gut dabei. Wie lange noch, wird sich bei der nächsten Wahl entscheiden. Denn wenn die Damen und Herren der sogenannten deutschen Elite in ihrem verhängnisvollen Tun und Treiben nicht endlich gestoppt werden können, dann wird es mit der Bundesrepublik Deutschland und auch Europa kein gutes Ende nehmen.
Na denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, denke ich an Deutschland der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand, ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wieder finden. Das war ein Auszug aus den Nachtgedanken von Heinrich Heine. Na denn, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bleiben Sie mir bitte gesund.